Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Captain Shift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich hier zu einem kleinen Konichi 2015 Special. Ja, ich war mit ein paar Kumpels auf der Konichi und wie ihr ja schon sehen könnt, fahren wir hier gerade mit dem Auto in Richtung Kassel von Berlin ungefähr 4,5 Stunden lang. Yeah, das war total spaßig und überhaupt nicht lang, aber naja, mein Gott, was macht man nicht alles dafür? Ja, und ich möchte euch natürlich auch einen kleinen Einblick als in diesen kleinen Vlog gewähren. Und zwar hier auch unter anderem unsere Unterkunft, die jetzt man nicht direkt als Unterkunft bezeichnen kann, weil es war kein direktes Hotel, es war so eine Art angeschlossenes Hotel. Aber es war traumhaft. Es war so eine Art kleine Wohnung. Das war unglaublich. Wir sind zu dritt hin, haben gedacht, wir nehmen uns mal dein Zimmer, schön in der Nähe von der Con, ne? Kein Problem und so. Ja, aber es war in einem Raum. Da seht ihr nochmal kurz mein Cosplay, was ich für morgen, beziehungsweise für den Samstag denn rausgeholt habe und anziehen wollte. Ja, sehr schön, oder? Wunderschön, wunderschön, wunderschönes Cosplay. Auf jeden Fall wollte ich die Videoreihe quasi als jeweils für jeden Tag einzeln machen. Quasi das heute, dieses Video ist halt für den Freitag gedacht, wo wir auch ein bisschen später gekommen sind. Das heißt, da war auch nicht mehr ganz so viel los, als wir dann angekommen sind, weil es hat auch ein bisschen gedauert von Berlin nach Kassel. Aber wie gesagt, mache ich einzeln. Heute Freitag, oder dieses Video als für den Freitag und das andere und dann noch zwei Folgen, einmal für den Samstag, wo dann schon wesentlich mehr los war und ich hoffe, da habe ich auch viel mehr Cosplay-Videos und all den Kram. Hier ist halt noch ein bisschen so eine Art Einführung, so was wir alle so gemacht haben, wie wir da hingekommen sind und was wir unter anderem auch für ein Hotel hatten. Beziehungsweise Hotel, es war, wie gesagt, es war eine Wohnung. Und es gab diese eine Tür, in die wir nicht reingekommen sind. Wir wussten einfach nicht, was es war. Das war sehr gruselig, aber ist egal. Auf jeden Fall gab es ein schönes Wohnzimmer noch. Hat man alles dabei, Fernseher. Das war wunderschön. Wunderschön Dings. Dieses wunderschöne Bild auch. Das als einziges Bild so ziemlich in der Wohnung hing. Also, das war eine schöne Wohnung. Der hätte ich auch gern gewohnt hier in Berlin. Würde ich hier auch gerne in der Wohnung wohnen. Das ist sehr schön. Da hat sogar wenn man guckt, da war nochmal das Schwert zu sehen, das ich morgen dazu trage. Ich bin ja als Eisen gegangen aus Bleach. Falls mich jemand gesehen hat. Grüße. Aber ich glaube es noch nicht. Aber trotzdem viele Grüße an dieser Stelle an alle, die mich gesehen haben. Und ja, es gibt sogar eine kleine Küche. Sogar mit Kaffeemaschine und allem drum und dran. Das war super. Das war wunderschön. Ja, dann gibt es noch einen kleinen Balkon. Hier seht ihr mal die Füße von meinem Kollegen, der uns dahin gefahren hat. Und da hinten liegt die alte Schrottmühle, die uns dahin gebracht hat. Und da sind wir auch schon auf der Konichi. Woo! Super, oder? Was für ein guter Schnitt. Ich bin unglaublich gut, was das angeht. Ja, das war jetzt hier vom Eingang, von der Halle in Kassel, in dieser Stadthalle, so genannt, sozusagen. Ich habe hier ein paar Aufnahmen gemacht, mal gucken, wie es vorne aussah. Wie gesagt, es war jetzt ungefähr schon, lass es 18 Uhr gewesen sein, als wir da waren und da hinkommen sind. Aber es war noch eigentlich für die Verhältnisse richtig viel los. Also es lungerten auch noch ganz viele am Eingang rum. Wie ja immer. Es lungern immer richtig viele Leute am Eingang. Ich weiß zwar nicht warum, aber es lungern immer ganz viele Leute am Eingang rum. Ich persönlich lungere eigentlich nur, wenn ich hingehe, jetzt am Eingang rum, aber nie weiter. Waren schon mal die ersten Cosplayer, die schon mal ordentlich losgelegt haben. Aber im Gegensatz zu Samstag war das ja gar nichts. Also das war ja, am Samstag lief ja jeder da so rum. Also Freitag haben sich auch wahrscheinlich alle gedacht, nee, lass uns da erstmal noch ein bisschen ohne Cosplay rumlaufen und erstmal nur gucken, weil es auch ein Ankommen war. Da ein Chopper mit Riesenhörnern, yay. Und ja, und die haben sich dann alle wahrscheinlich gedacht, naja, das machen wir dann alles am Samstag. Aber naja, genauso wie wir halt quasi, ne? Wir haben uns ja auch gedacht, naja, machen wir es am Samstag, kommen wir am Freitag nochmal hin und gucken uns das alles erstmal an hier, wie es so aussieht und ja, war gut. Also ich fand's echt klasse. Dann nochmal die super schöne Stadthalle, also das Gebäude fand ich schon mal richtig gut. Das sah richtig gut aus, richtig schön. Hat was von einem Palast. Den alten. Ja, und entschuldigt bitte meine Kameraführung, aber ich habe nur eine Handkamera, einen Camcorder und der ist halt
ich habe da nichts, keine Stabilitoren, also der hat zwar ein Drittel, ein Stabilitoren an sich, aber der bringt ja nichts, dann braucht er da bestimmtes Gerät für, um das irgendwie stabil zu halten, das ganze Bild, aber ich habe mein Bestes gegeben, wirklich, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, aber es ist im Endeffekt halt sehr verwackelt teilweise, aber ich, wie gesagt, wenn ich mich bewege dabei, ist es klar, dass ich dann extrem rumwacke. Ah, naja. So, genau, jetzt gehen wir hier gleich rein und schauen uns mal drin ein bisschen um. Genau, das ist jetzt quasi am rechts am Eingang, wenn man direkt reinkommt, hinter am Eingang rechts. Da waren auch leider schon die Kontüten alle, also haben wir auch wieder keinen gekriegt. Das war nämlich die Schlange, wo die für die Kontüten, aber leider haben wir da nichts gekriegt, weil die schon wieder alle waren heute. Die sind freitags immer alle, wenn wir kommen. Das ist jetzt quasi, wenn wir direkt hochgehen, die Treppe, kommen wir, sind wir schon da. Da hinten ist wieder der Eingang, wo sie alle reinstürmen. Rechts davon ist der Waffencheck gewesen, wie immer, eigentlich wie jedes Jahr. Genau, die Konnichiwa von hinten nochmal. Ich liebe Konnichiwa von hinten. Wortspiel. Genau, da waren schon die ersten Stände, aber wie gesagt, es war, also das ist im Vergleich, also der Freitag ist im Vergleich zum Samstag und zum Sonntag. Also es ist ja nichts. Also am Samstag hat man sich gewundert, dass man überhaupt noch durchkommt. Aber wie gesagt, ein paar Leute nur im Postel, die meisten haben wahrscheinlich schon ihren Kram gekauft und haben sich hier morgen komplett darauf zu konzentrieren, einen Cosplay zu machen. Genau, natürlich die üblichen Stände wieder mit ihrem Kram, Merchandise, viele Figuren, DVDs, Blu-rays, alles. Spiele, Mauspads, ich persönlich habe mir auch Mauspads gekauft, 2 Stück, yay! Denn das Neueste, das dieses Jahr ganz neu war, dieses zweite Zelt, wo denn das war halt dieses Bring-and-Buy-Zelt, was ja immer so eine Riesenschlange, also da war das ganze Wochenende eine Riesenschlange, ich glaube, die haben dann übernachtet, die Leute. Aber das war Wahnsinn, was da an eine Schlange war. Krass, total krass. Genau, hier noch ein bisschen Stuff, wo ich dann von der netten Dame hinter dem Tresen angehalten wurde, doch vielleicht nicht zu filmen. Also das ist das einzige komische Bild, was ich unten von dem Laden habe. Also seid froh, dass ich überhaupt noch was filmen konnte, weil ich wurde tierisch angekackt dafür, dass ich da gefilmt habe. Naja, mein Gott, kann halt nicht jeder was dafür. Genau, und hier ist dann der Außenbereich quasi noch ein bisschen gewesen, wo die Leute gegessen haben. Hier haben wir jetzt noch mal ein bisschen, sind wir noch ein bisschen drin durch die Gegend geschissen. Aber da war auch nicht viel. Also wie gesagt, da standen halt die Leute viel rum, haben ihren Kram verkauft oder haben halt ein paar Spiele gespielt am Rand. Aber so im Großen und Ganzen alle noch sehr normal gekleidet heute. Also an dem Freitag halt. Aber wie gesagt, man hat schon einige Cosplayer gesehen, aber das richtig Harte kommt dann am Samstag. Hier nochmal der eine Auftritt, den wir uns angucken konnten, kurz vor Schluss. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns am Samstag, also in der nächsten Folge wieder, und da geht's dann richtig ab. Also, viel Spaß, mach's gut, ciao!